drei Stunden erreichen wir endlich unser Camp. Wir können nur staunen über die Fülle, die Perfektion, die Kraft und die Schönheit unserer Natur. Unser Guide lehrt uns die Überlebensregeln. Die wichtigste: achte die Natur. Zu Hause an der Fensterbank sieht unsere Birkenfeige recht schüchtern aus, aber sie zählt zu den Würgern. Nach 50 bis 80 Jahren ist der Mutterbaum abgestorben, das Stammgeflecht der Würgefeige bleibt zurück. Auf dem Baumwipfelpfad bekommen wir einen Eindruck von dem reichhaltigen Leben im Kronendach. Da oben wuchern nämlich viele Epiphyten, sogenannte Aufsitzerpflanzen. Dazu unzählige Insekten und Vögel und alle haben ihre Aufgabe im Ökosystem. Welche Rolle spielen nun die Riesenameisen dabei? Siwa ist ein weiser Führer. Er sagt, ihr müsst keine Angst haben vor den wilden Tieren. Die sind scheu. Die größere Gefahr ist eher euer Leichtsinn, die Unachtsamkeit. Schaut immer konzentriert auf den Weg und hört auf die Geräusche. Aber vor Krokodilen und Schlangen nehmt euch in Acht. Viele der Kleintiere sind nachtaktiv und tagsüber kaum aufzuspüren. Die Blutegel sind uns überall begegnet. Sie sind richtig unangenehm, weil sie sich gerne in der Kleidung verstecken. Ansonsten sind sie harmlos. Die Insekten sind am wenigsten erforscht. Arten sterben aus und neue entstehen so schnell, dass die Wissenschaft mit der Bestimmung gar nicht nachkommt. Die meisten gehen uns aus dem Weg oder lassen uns zumindest in Ruhe. Libellen, Schaben, Schmetterlinge, Gottesanbeterin oder wahre Tarnungskünstler wie das wandelnde Blatt gehören dazu. Die Stechmücken aber lieben den Schweiß und führen immer einen wahren Freudentanz auf, wenn sie ein neues Opfer wittern. Und ich war doch immer der Erste. Wir sind unterwegs nach Kapit, einer Kleinstadt mitten im dichten Dschungel. Die einzige Verbindung zur Außenwelt ist der Rayang River, die Lebensader der Region und gleichzeitig ihr Verderben. Wir passieren Holzfrachter, riesige Lager und illegale Rodungscamps der Holzmafia. Unser Guide warnt uns eindringlich. Zuschauer sind unerwünscht. Sie sind in Lebensgefahr. Ich bin in dieser Höhe ohne Genehmigung unterwegs. Jetzt darf mir nichts passieren, sonst ist meine Reise hier zu Ende. Das ist natürlich nicht ohne Risiko, denn das Wetter ist nicht kalkulierbar. Wenn es regnet, komme ich nicht mehr schnell genug bis zur Basisstation und würde damit eine umfangreiche Suchaktion der Ranger in Gang bringen. Außerdem gilt die Strecke als sehr unfallträchtig. Und prompt kommt mir doch ein Rettungstrupp entgegen mit einem Verletzten. Wir besuchen die Iban, einen Stamm der Dayak an der Grenze zum indonesischen Teil Borneos. Sie leben als Selbstversorger. Der Dschungel ist Vorratskammer und ihre Apotheke zugleich. Ich begleite Ipak zu einem Besuch beim benachbarten Langhaus, einige Stunden flussaufwärts. Gegen Mittag rasten wir. Fleisch, Gemüse und Reis wickeln wir in Bananenblätter ein und garen es in halb mit Wasser gefüllten Bambusrohren. Auf den Märkten trifft man sich.
Es wird geredet, gehandelt und gepokert. Fleisch und Fisch, ungekühlt bei 30 Grad im Schatten, ist kein Problem. Und doch leben sie noch, die Malaien. In klapprigen Bussen sind wir unterwegs zu den schönsten Nationalparks Malaysias. Wir entdecken viele unserer Zimmerpflanzen an ihren Naturstandorten. Ich erzähle Ihnen gerne mehr über das Wunder Natur auf Borneo. Vielleicht bald in Ihrem Gartencenter. Ich würde mich freuen.